So, wir sind Ausländer, wir sind Migranten, wir sind alles, nur keine Deutschen. Leute, weltweit gab es massig Demos der Black Lives Matter-Bewegung. Auch in Deutschland wurde überall demonstriert. Zum Beispiel auch in München, genau hier. Ich hatte das Gefühl, Betroffenen von Rassismus wird endlich zugehört. Die Demos gingen los mit George Floyd in den USA. Obwohl alle hier auf die Straße gegangen sind, war trotzdem mehr das Gefühl, ach, das Problem mit Rassismus gibt es eher dort in den USA, anstatt hier in Deutschland. Aber das stimmt natürlich nicht. Das Problem mit Rassismus haben wir genau auch hier in Deutschland. Eines der Hauptprobleme ist, dass wir uns mit der schwarzen deutschen Geschichte nicht auseinandersetzen. Ich muss leider zugeben, ich habe keinen Plan über die schwarze deutsche Geschichte und frage mich, wieso ist das so? Und warum ist das Wissen über die schwarze deutsche Geschichte so wichtig zur Bekämpfung von Rassismus? All das will ich herausfinden und ich glaube, da wird einiges auf mich zukommen. Wo beispielsweise Menschen in Zoos gestellt wurden. So wie du in den Zoo gehst und dir die Zebras und Löwen und alles anguckst, da standen wir. Hier in Berlin treffe ich Natascha Kelly. Sie ist Wissenschaftlerin und forscht zu Kolonialismus und Feminismus. Und wir werden gemeinsam Orte afrodeutscher Geschichte aufsuchen und ich kann hoffentlich alle meine Fragen klären. Du bist Natascha Kelly. Genau. Darf ich dich Natascha nennen? Gerne, ja. Nadine, hi. Ja, hi Nadine. Ich fange direkt mit einer Klopperfrage an. Okay. Warum weiß ich so wenig über afrodeutsche Geschichte? Ja, ich glaube, weil es einfach erstens nicht in Schulbüchern erzählt wird. Vielleicht manchmal ein bisschen streifen wir die deutsche Kolonialgeschichte. Wirklich gelehrt wird es nicht, auch an Universitäten. Ich würde dir gerne einfach ein paar historische Orte hier in Berlin zeigen, wo sich eben schwarze deutsche Geschichte eingeschrieben hat. Was hat es mit diesem Ufer auf sich? Das Mayajim-Ufer hieß ja früher Gröbenufer. Und Otto von der Gröben war ein Kolonialverbrecher, kann man sagen, nachdem dieses Ufer hier zuerst benannt wurde. Als Kolonialismus bezeichnet man die europäische Eroberung und Unterwerfung fremder Länder zwischen dem 15. und 20. Jahrhundert. Auf der Berliner Kongo-Konferenz 1884-85 teilten Otto von Bismarck und die anderen europäischen Mächte Afrika willkürlich untereinander auf. Deutschland eignete sich dabei die Gebiete des heutigen Togo, Kamerun, Tansania, Namibia, Ruanda und Burundi an. Die Stämme der Herero und Nama wehrten sich gegen die deutschen Kolonisatoren. Die Opferzahlen sind gewaltig. Circa die Hälfte der Nama und zwischen 65-80% der Herero-Bevölkerung sterben. Der Machi-Machi-Aufstand im damaligen Deutsch-Ostafrika endete ebenfalls blutig. Der Krieg und die dadurch hervorgerufene Hungerkatastrophe forderten schätzungsweise 250.000 bis 300.000 Menschenleben. Mit der Niederlage im Ersten Weltkrieg verliert Deutschland seine Kolonien. Nach langjährigen politischen Kämpfen wurde dieses Ufer umbenannt. Wir wollen nicht Otto von Gröben, wo nachgewiesen werden konnte, dass er tatsächlich auch Verbrechen im Zuge des Kolonialismus begangen hat, sondern wir ehren jetzt Mayajim. Eigentlich ist sie ja sowieso die Begründerin unserer Community. Sie ist diejenige, die die Rassismusdebatte in Deutschland angestoßen hat in den 80er Jahren. Also das heißt, dass wir zum einen die Perspektive umkehren und dass es nicht mehr nur die Kolonisatoren als Hauptakteure nimmt, sondern auch die Widerstandsbewegung in den Blick nimmt. Mayajim war afrodeutsche Wissenschaftlerin, Aktivistin, Pädagogin und vor allem Poetin. Ich werde trotzdem afrikanisch sein, auch wenn ihr mich gerne deutsch haben wollt. Und werde trotzdem deutsch sein, auch wenn euch meine Schwärze nicht passt. Also die erste afrodeutsche Bewegung war ja im deutschen Kolonialismus. Und die zweite Welle begann dann im Prinzip mit Mayajim.
Maya Hiem ist insofern wichtig, weil sie zu dem Zeitpunkt die Selbstbenennung Afrodeutsche und Schwarze Deutsche entwickelt haben. Das N-Wort ist eine Fremdbezeichnung, die die Personen nicht selbst für sich gewählt haben und die in seinem geschichtlichen Ursprung herabwürdigend gebraucht wurde. Deshalb ist es rassistisch. Begriffe wie Schwarz oder People of Color wurden selbst gewählt und sind nicht rassistisch. Und dann entstand das Buch Farbe bekennen, Afrodeutsche Frauen auf den Spuren ihrer Geschichte. Und das ist das erste Buch, was vor allem aus einer schwarzen feministischen Perspektive den deutschen Kolonialismus kritisiert. Ich glaube, für mich ist das Besondere an Maya Hiem, dass wir auch ein Gefühl von Zugehörigkeit zu Deutschland auch bekommen können. Ja, ansonsten werden wir ja immer wegverortet. Ne? Also wir sind Ausländer, wir sind Migranten, wir sind alles, nur keine Deutschen. Gerade meine Kinder, die auch hier geboren sind und so, ist es ja noch viel extremer. Und nur weil wir nicht sichtbar sind, heißt es nicht, dass wir weniger wertvoll sind oder dass die Geschichte weniger wichtig ist. Ich weiß nicht, ob ich mich schlecht fühlen muss dafür, weil du gerade gesagt hast, wie wichtig sie ist. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich Geschichtsunterricht hatte und davon habe ich noch nie was gehört. Und das finde ich traurig und ein bisschen auch, es fühlt sich auch ein bisschen beschämt an. Wenigstens machen wir das heute hier. Meine heile Welt, yeah. Meine heile Welt. Hier sind wir jetzt an der M-Straße. Damals hat Maya Hiem ja schon für die Umbenennung gekämpft, weil M, also im Sinne von Mohren, ist ja eine rassistische Fremdbezeichnung. Es ist nichts, wo schwarze Menschen sich selbst bezeichnet hätten. Und im Prinzip durch diese Bezeichnung wird ja Rassismus auf einer sprachlichen Ebene festgehalten und hier auch wieder im Stadtbild ja eingeschrieben. Dieser Streit dauert schon sehr lange an. Es ist kein neuer Streit, nicht erst seit der Black Lives Matter-Bewegung, nicht erst seit 10 Jahren, sondern wirklich, das ist ein 30 Jahre andauernder Kampf, die U-Bahn-Station umzubenennen, aber auch die Straße umzubenennen. Und dann, im August 2020, hat der Bezirk Berlin-Mitte beschlossen, die Straße soll nach dem schwarzen Philosophen Anton Wilhelm Amo umbenannt werden. Wir fordern ja ganz klar die Sichtbarmachung schwarzer Geschichte. Deswegen ist es ja nicht damit getan, die Straße einfach irgendwie umzubenennen oder in Glinkerstraße umzubenennen, weil es hier gerade angrenzt. Sondern wir wollen ja nicht die Geschichte radieren, sondern wir wollen die Perspektive umkehren. Da wo du herkommst, bin ich zu weiß für den Afro-Shop, aber zu schwarz für den Country-Club. Da wo du herkommst, bin ich perfekt für den Fußballplatz, aber zu schlecht für die Nachbarschaft. Da wo du herkommst. Hier ist das Bild von Martin de Bobe. Und dieses Bild ist aus dem Jahr 1913, wie man sieht. Und Martin de Bobe war der erste schwarze U-Bahn-Fahrer. Was ich mich jetzt aber frage, warum ist es so besonders, dass er der erste schwarze U-Bahn-Fahrer hier in Deutschland war? Das ist ja ein normaler Beruf. Genau, und das war ja eben das Besondere, ne? Dass ein schwarzer Mann während des Kolonialismus tatsächlich einen normalen Beruf ausüben konnte. Wenn Schwarze gearbeitet haben, also oft waren sie tatsächlich arbeitslos. Wenn sie Arbeit hatten, dann meistens im Entertainment-Bereich, als Musikerinnen oder Entertainerinnen oder so. Selten eben einen ganz normalen Beruf. Und woran lag das, dass schwarze Menschen nicht normale Berufe ausüben konnten und nur im Entertainment-Bereich? Ja, im Entertainment-Bereich wie auch im Sport haben wir eine Sonderstellung. Ne? Dieser Positivrassismus, ach, ihr könnt alle gut tanzen oder alle gut singen. Wenn schwarze Leute halt tatsächlich in normalen Berufen oder einen Bürojob oder Anwalt oder Arzt oder so, wollte die weiße Mehrheitsgesellschaft sie ja gar nicht haben. Wann sind die ersten schwarzen Menschen nach Deutschland gekommen? Es gab immer schon Migration von Afrikanerinnen nach Deutschland. Und natürlich dann im deutschen Kolonialismus vermehrt. Er kam ja als 20-Jähriger nach Berlin im Zuge der deutschen Kolonialschau. Aber diese Völkerschauen waren ja typische Shows, wo beispielsweise Menschen in Zoos gestellt wurden, ne, und wirklich ausgestellt wurden. Die Lust der Bayern auf die große, weite Welt. Auf den Völkerschauen wurde sie befriedigt. Da wurden die sogenannten Lippen ausgestellt und angestarrt. Das Wilde war seit der Jahrhundertwende en vogue.
Völkerschauen gab es sogar noch 1959, wie hier auf dem Oktoberfest in München. Früher hat es auf der Wiesn immer eine Völkerschau gegeben. Chinesen und Indien waren da für die bäuerlichen Festbesucher die Sensation. Heuer, seit 30 Jahren zum ersten Mal, ist wieder eine Völkerschau da. Und weil die schon zur Genüge bekannt sind, haben sich die Veranstalter diesmal Hawaii zum Thema genommen. So wie du im Zoo gehst und dir die Zebras und Löwen und alles anguckst, da standen wir. Das glaubt man einfach nicht. Es fühlt sich komplett falsch an. Er kam für Völkerschauen nach Deutschland. Er hat in diesen Völkerschauen teilgenommen, hat so getan, als würde er im Prinzip so einer stereotypisierten afrikanischen Gruppe angehören. So hat er sein Geld verdient. Martin Diebobe war aber auch Aktivist. Mit 17 anderen reichte er 1919 eine Petition an die Nationalversammlung ein. Die Ziele? Gleichberechtigung für schwarze Deutsche und AfrikanerInnen in Deutschland. Mehr Rechte in den Kolonien und das Ende von Prügelstrafen und Zwangsarbeit. Eine Antwort blieb aus. Da gibt es ja wahrscheinlich heute immer noch Lücken in den normalen Berufen. Also da hat sich, ganz genau. Das fühlt sich jetzt schon ermüdend an, dass du mir immer wieder erzählst, dass man irgendwie nicht wirklich weiterkommt und dass es zwar Veränderungen gibt, aber irgendwie auch keine richtigen. Und das zieht sich über Jahrhunderte. Privilegiert, privilegiert. Sie sagen, ich wäre nicht zivilisiert, zivilisiert. Letzte Station für heute. Hier stand das Wohnhaus des afroamerikanischen Wissenschaftlers Du Bois, Begründer der Black Studies in den USA. Er hat Ende des 19. Jahrhunderts auch für 2 Jahre in Berlin studiert. Ich habe doch jetzt davor an dem Ort gelernt, dass in der Zeit schwarze Personen kein Mitspracherecht hatten, keine Staatsangehörigkeit, eigentlich nur unter schlechteren Umständen hier gelebt haben. Warum wollte er freiwillig hierher kommen? Weil er Wissenschaftler war, hatte er einen anderen Status und weil er aus den USA oder Amerika kam und nicht aus Afrika. Auch da wurde ein großer Unterschied gemacht. Okay. Ne? Das ist ja heute noch so. Also schwarze US-Amerikaner sind ja Expats und Afrikaner sind Migranten. Ne? Also auch in der Gegenwart wird da ein ganz klarer Unterschied immer noch gemacht. Aber hier ist es wiederum kaum jemand bekannt, dass Du Bois auch hier war, dass er die Rassismusforschung hier auch schon geprägt hat. Und was uns ja theoretisch ja fehlt, was eine ganz klare Forderung der Black Lives Matter Movement ist, ist ja die Institutionalisierung von schwarzem Wissen. Es muss schwarze deutsche Studien geben. Es muss unabhängige Forschungsstellen geben. Also das heißt, es muss ein Institut für schwarze deutsche Studien geben. Mit schwarzen Professoren, die Möglichkeit haben, aus schwarzer Perspektive zu forschen. Wie beispielsweise an der Technischen Universität hier in Berlin gibt es ein Zentrum für Antisemitismusforschung. Und genau in dieser Art müsste es ein Zentrum für Antirassismusforschung geben. Es wird viel zu wenig geforscht über die Schwarzen. Und deswegen ist auch noch Rassismus so groß geschrieben? Kann man das so ja, weil sagen? Weil es ist ja im Prinzip, wie ich am Anfang ja schon gesagt habe, dass wenn es keine Geschichte gibt, gibt es keine Möglichkeit für schwarze Menschen, sich auch mit Deutschland zu identifizieren. Und man bleibt ja immer außen vor. Es fehlt die Zugehörigkeit. Und Zugehörigkeit wird durch Geschichte und Geschichtserzählung, durch Repräsentation, wird es geschaffen. Und das ist das, was fehlt. Glaubst du denn, dass es irgendwann so weit sein wird, dass afrodeutsche Geschichte in Geschichtsbüchern in der Schule zu lesen geben wird? Glaubst du, es kommt der Tag? Ja, ich muss das glauben. Ansonsten darf ich diesen Job nicht machen. Ich muss das glauben. Danke, Riesendanke. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Wir machen so wieder. Da, wo du herkommst. Das größte Learning von heute ist, dass auf jeden Fall noch eine riesen Wissenslücke über die afrodeutsche Geschichte in Deutschland herrscht. Die afrodeutsche Geschichte gehört nämlich zur deutschen Geschichte dazu. Und wenn wir das verstehen, dann fragt man vielleicht auch nicht mehr eine schwarzdeutsche Person, woher sie kommt. Beziehungsweise die schwarzdeutsche Person fühlt sich zur deutschen Geschichte dazugehörig. Die Sichtbarkeit der schwarzen deutschen Geschichte ist so wichtig, um auf der einen Seite das Empowerment von schwarzen Menschen in Deutschland zu fördern und auf der anderen Seite Rassismus abzubauen. Habt ihr schon mal was über schwarze deutsche Geschichte gehört? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Wenn ihr keine Reportage mehr von uns verpassen wollt, dann lasst uns hier doch mal ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Und wenn ihr mehr über Rassismus erfahren wollt und wie sich der zum Beispiel bei der Wohnungssuche zeigen kann, dann klickt hier. Da hat Meini mal ein Experiment gemacht.